Tempolimit. Hein, machst du mir noch eins für auf den Weg? Machst du ihm auch noch eins, ne? Schreibst du mit auf meinen Deckel. Du willst also was Gruseliges hören, ja? Ich werde dir was Gruseliges erzählen. Vielleicht findest du es auch nicht gruselig, aber mir hat die Geschichte eine Scheißangst gemacht. Das kannst du mir glauben. Mein Name ist Ben. Benjamin Bauer, um genau zu sein. Und was ich dir jetzt erzähle, ist tatsächlich Da brauchst du gar nicht so dämlich zu grinsen und die Augen zu verdrehen, Klugscheißer. Das ist nicht irgend so ein Spökes, den der beste Freund deines Nachbarn, dessen Friseur sein Schwager, ganz bestimmt erlebt hat. Diese Geschichte ist tatsächlich passiert. Das weiß ich deshalb so genau, weil sie mir passiert ist, okay? Also lass das Gefeixe, wenn du die Story hören willst. Also folgendes. Ich war vor einer Weile, Moment, ich glaube, ich muss etwas weiter ausholen. Weißt du, ich habe letzten Oktober einen Unfall verursacht. Bei dem ist eine junge Mutter mit ihren Zwillingen schwer verletzt worden. Ist von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen. Dabei habe ich die Nuckelpinne nicht mal berührt. Die Alte hat vor Schreck das Lenkrad verrissen, als ich an ihr vorbeigeflogen kam. Und der Windzug hat ihr noch so einen Extraschubs verpasst. Naja, auf jeden Fall bin ich einfach weitergefahren. Hab so getan, als hätte ich nichts davon mitbekommen. Sogar vor Gericht. Das Ende vom Lied. Freispruch aus Mangel an Beweisen. Keine Fahrerflucht, keine unterlassene Hilfeleistung. Haben mich nur ermahnt, künftig vorsichtiger zu fahren. Ich habe natürlich was von wegen Arbeit und Termindruck vom Stapel gelassen und Besserung gelobt. Das übliche Blabla halt. In Wirklichkeit bin ich aber nicht so schnell gefahren, weil ich es musste, sondern weil ich es einfach geil fand. Schau mal, 2,5 Tonnen SUV mit 230 Sachen wie die Autobahn geprügelt? Da geht dir echt einer ab. Aber nach der Nummer, von der ich dir jetzt erzähle, ist mir die Lust am Heizen echt vergangen, das kannst du mir glauben. Nach der Sache bin ich geheilt, weißt du? Hab mich gestellt und der Polizei die Wahrheit gesagt. Meinen Führerschein sehe ich jedenfalls so schnell nicht wieder. Auf jeden Fall, ein paar Wochen nach meinem Freispruch hatte ich einen Auftrag weiter weg und hatte keine Lust, die ganze Strecke mit dem Auto zu fahren. Also bin ich geflogen und habe mir vor Ort einen Leihwagen genommen. Richtig fettes Teil. Porsche Cayenne S, 440 PS, 265 Spitze, von so einem Nobelverleiher. Also ich bin gerade gelandet und habe mein Gepäck abgeholt. Da steht dieser Typ vom Autoverleih mit einem Schild mit meinem Namen drauf und nimmt mich in Empfang. Begrüßt mich ganz förmlich und so und geht dann mit mir in ein kleines Besprechungszimmer, um die Formalitäten zu erledigen, das Übliche halt. An dem Kerl war auch nichts großartig Besonderes dran. Mittleres Alter, graue Haare, nicht sehr groß. Unauffälliger, seriöser Typ halt. Dezenter Anzug mit Namensschild, Aufschrift lediglich Winter, Kundenbetreuer. Firmenlogo dazu, fertig. Naja, nachdem wir alles durchgekaspert haben, meint er ganz am Ende: Eine Kleinigkeit noch, Herr Bauer. Als wir den Wagen für Sie vorbereitet haben, hat unser Servicemitarbeiter festgestellt, dass das interne Navigationssystem offensichtlich defekt ist und gelegentlich Aussetzer hat. Leider hatten wir noch keine Gelegenheit, den Fehler beheben zu lassen. Deshalb haben wir für Sie ein Ersatzgerät im Handschuhfach hinterlegt. Ich hoffe, das macht keine Umstände. Ich antworte, solange es mich nicht irgendwo in die Walachei schickt, ist das okay. Und er grinst nur. Dafür kann ich garantieren. Und danach hat er mich zum Wagen gebracht. Ein geiles Gerät. Nagelneu, anthrazitgrau metallic. So richtig mit Überholopil. So ein Teil, wo die anderen schon freiwillig Platz machen. Naja, jedenfalls, ich bin schon fast vom Parkplatz runter, da fällt mir das mit dem Navi wieder ein. Ich also kurz rechts ran, ins Handschuhfach geguckt, und da lag dann tatsächlich so ein TomTom drin. Ebenfalls nagelneu. Und ein laminiertes Bergblatt mit Kurzanleitung drauf. Also habe ich das Ding angeschlossen und bin losgepäst. In der Nähe vom Flughafen war noch ziemlich viel Verkehr,
aber hinterm nächsten Autobahnkreuz hat sich's dann aufgelöst. Da habe ich den Pferdchen natürlich erstmal die Sporen gegeben. Und die sind losgetrappt, als wär's gar nichts. 130, 140, 150, wie an der Schnur gezogen. Gerade rauschen die 160 durch, als sich das Navi meldet. Einfach so, ohne irgendeinen Grund. Und statt dem Mädel, das vorher dran war, höre ich die Stimme von diesem Winter, diesem Kundenbetreuer vom Autoverleih. Guten Morgen, Herr Bauer. Um Ihrer Leidenschaft für eine zügige Fahrweise Rechnung zu tragen, hielt ich es für angemessen, ein kleines, nun, Zusatzfeature zu installieren, welches Ihnen gestattet, Ihre Passion, sagen wir, ungebremst auszuleben, gewissermaßen. In dem Wagen, in dem Sie sitzen, ist eine Bombe. Sobald der Wagen schneller als 150 Stundenkilometer fährt, ist die Bombe scharf. Fährt er weniger als 150 Stundenkilometer, wird sie explodieren. Sollten Sie versuchen, das Fahrzeug zu verlassen, wird sie explodieren. Sollten Sie versuchen, die Polizei zu verständigen, wird sie explodieren. Falls Sie möglichst lange leben möchten, sollten Sie von nun an kraftstoffsparend fahren. Ansonsten gilt, sollten Sie oder weitere Personen während dieser Fahrt verletzt oder getötet werden, wird die Verleihfirma jedes Wissen von Ihrem Auftrag abstreiten. Diese Nachricht wird sich innerhalb von 5 Sekunden selbst zerstören. Viel Glück, Ben. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass ich ziemlich blöd aus der Wäsche geguckt habe. Klingt natürlich erstmal nach einem schlechten Scherz. Ich meine, Speed meets Mission Impossible? Aber der Kerl hatte einen Tonfall drauf, der klang überhaupt nicht lustig. Knochentrocken. Ich habe ihm jedenfalls sofort abgekauft, dass er's ernst meint. Todernst. Hab unwillkürlich erstmal Gas gegeben. Als ich mich dann halbwegs wieder eingekriegt hatte, war ich schon bei über 190 Sachen. Ich habe dann den Tempomat reingetan, sicherheitshalber auf 160, und angefangen nachzudenken, wie ich aus der Nummer irgendwie rauskomme. Und weißt du, zu welchem Ergebnis ich gekommen bin? Gar nicht. Ich meine, in diesen modernen Kisten gibt es nichts, was nicht elektronisch kontrolliert wird. Abgesehen davon, dass man bei 150 Sachen nicht einfach so aussteigen kann, ohne sich den Hals zu brechen. Zumindest nicht ohne Motorradkombi mit Protektoren noch und nöcher. Sobald man eine Tür oder auch nur ein Fenster öffnet, kriegt die Elektronik das mit. Verdammt, die misst sogar, wo einer sitzt, damit im Ernstfall die richtigen Airbags und Gurtstoffe gezündet werden. Das heißt, wenn die Bombe am Bordcomputer hing, hieß es sowieso Sayonara und Hasta la vista, Baby. Im Grunde genommen konnte ich mir nur aussuchen, wie ich den Löffel abgebe. Vor dem Grillen zermanscht werden oder nicht. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Also ob ich mir weiter das Hirn zermartert, ob ich irgendwas tun kann. Und dann kam mein Freund und Helfer. Was ich nämlich nicht wusste, war, dass die Karre als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben war. Und die Cops dachten natürlich, ich bin auf der Flucht mit dem Teil. Setzen sich also vor mich und machen ihr Bitte folgen Zeichen an. Habe ich auch brav gemacht. Nur langsamer fahren konnte ich ja nicht. Und als sie vom Gas gingen, um mich auf den nächsten Rastplatz zu eskortieren, bin ich ausgeschert und weitergefahren. Fanden die überhaupt nicht komisch. Haben die Fackeln und Lalülala angemacht und sind mir hinterhergeheizt. Hätte ich einen dicken Edding dabei gehabt, hätte ich was in die Seitenscheibe schreiben können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Nachdem wir noch ein Weilchen dahergebrezelt sind, taucht vor uns eine Baustelle auf. Den Verkehr hinter mir hatte die Polizei schon abgeriegelt. Und jetzt hatte sie vor mir beide Fahrspuren dicht gemacht. Da habe ich versucht, zwischen den Baken durch und über die Baustelle zu fahren. Hab sogar noch zwischen einem LKW und einer Planierraupe durchgeschafft. Und dann muss ich irgendwas gerammt haben. Jedenfalls ist die Karre geschleudert, dass ich nicht mehr wusste, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Plötzlich tat's einen Riesenknall,
und ich stand da. Im ersten Moment dachte ich, die Bombe wäre hochgegangen, aber es waren nur die Airbags, die so geknallt hatten. Und dann haben mich die Bullen aus dem Wrack gezerrt und festgenommen. Wusste gar nicht, dass man sich darüber freuen kann, wenn einer einem einen 9mm unter die Nase hält. Die Polizei hat den Schrotthaufen natürlich untersucht. Ergebnis? Nichts. Niente, nada, keine Spur von einer Bombe. Elektronik, Bordcomputer, internes Navi. Abgesehen davon, dass die Karre gestohlen war, war alles in bester Ordnung. Das Einzige, was da nicht reingehörte, war dieses verdammte TomTom. Auch geklaut. Der Typ hatte lediglich seinen Sermon davon abspielen lassen und dafür gesorgt, dass das Ding anschließend seine Festplatte neu formatiert hat. Ich hätte jederzeit anhalten können, ohne dass das Geringste passiert. Der Kerl hat mich einfach nur verarscht. Beim Autoverleiher genau das Gleiche. Winter? Haben wir nicht. Das Zimmer im Flughafen? Ein Besprechungsraum, der gerade nicht genutzt wurde. Und die Bilder von den Überwachungskameras zeigen irgend so ein Allerweltsgesicht, das keinem auffällt. Ich meine, der Typ ist natürlich zur Fahndung ausgeschrieben, aber die Polizei hat mir gleich gesagt, dass die Chancen verschwindend gering sind, ihn zu kriegen. Gibt einfach zu wenig Anhaltspunkte. Ende der Story. Naja, ich habe auf jeden Fall meine Lektion gelernt. Glaub mir, wenn du dazu gezwungen bist, ist die Raserei überhaupt nicht mehr lustig. Ich kann seitdem jedenfalls gut drauf verzichten. Also dann, mach's mal gut und fahr nicht so schnell.